Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Dying Light, oh yeah. Wieso bin ich in der Quarantänezone? Wie bin ich hierher gekommen? Freunde, es gibt eine kleine Information für euch. Wir müssen die Folgen jetzt die nächsten Tage ein bisschen kürzer halten. Bis zum nächsten Monat. Das heißt, wir werden so 20 Minuten aufwärts haben. Damit ich nicht zu viel Volumen verbrauche. Und dann im nächsten Monat gehen wir wieder auf die 30 Minuten zu. Aber jetzt allerdings erstmal so. Leider, leider geht nicht anders. Quarantänezone. Komm. Ja, wir waren ewig nicht mehr in der Quarantänezone drin. Wir gucken wenigstens mal rein. Ach du Scheiße. Oh. Freunde, ich weiß nicht. Ich meine, Quarantänezonen sind natürlich cool, ja, es ist ein bisschen Abwechslung, aber das ist mir, glaube ich, zu schwer. Ich bin ja eher so ein, ja, wenn es zum Shooter geht, bin ich natürlich immer bei der schwierigsten Schwierigkeitsstufe, aber bei sowas. Na, wir gucken erstmal, was wir hier so reißen können, ne? Wir haben ja schon ein paar Fähigkeiten gelernt, dass wir uns verkleiden können, etc. pp. Und vielleicht wirkt das ja auch schon und da ist Nebel. Ja, da können wir nicht rüberspringen. Oh, da ist irgendwas. Der Hinterhaken ist so cool. Okay, ich hoffe, ich komme hier wieder raus. Trockenobst. Ja, wieso nicht? Ah, tatsächlich, hier kommt man raus, okay. Von daher alles in Ordnung. Bisher ist noch alles ruhig. Das gefällt mir nicht. So ruhig ist das normalerweise nicht. Okay, somit können wir schon mal Medizin herstellen. Schade. Ich sehe schon, wir sollen von oben wahrscheinlich rein. Schade. Hat er sich nicht gerade Der hat sich doch gerade bewegt. Erzähl doch keinen, wieso ist das so ruhig hier? Das gefällt mir nicht. Ich komme hier auch nicht rein. Oh Gott, Freunde. Was ist hier los? Ich muss ganz hoch. Da ist eine Türklinge, okay. Das heißt, eventuell können wir hier rein. Die Frage ist nur, möchte ich das? Ich bezweifle es stark. Ich weiß nicht, soll ich sie einfach alle zusammenschlagen? Oh Gott! Okay, komm. So. Das ist zu euch. Ich weiß nicht, ich komme glaube ich nicht vorbei, oder? Selbst wenn ich mich verkleide. Ich riskiere es einfach mal. Lass mich doch durch. Komm schon schnell, bitte, bitte, bitte. Komm schon, ja. Okay, ich bin safe. Okay, das war Nummer eins. Jetzt stecken wir hier aber fest, ne? Wieso konnten wir es bei der Tür nicht machen? Was ist da unten?
Was macht die Leiche hier? Wurde er zerquetscht? Hier kommen wir aber nicht durch, ne? Nein. Okay, dann müssen wir leider wieder hoch. Ah, ich hab mir gleich gedacht, dass die nicht alle tot sind. Die springen jetzt hier alle runter. Hallo, hier bin ich. Komm doch. Ja, komm doch. Trau dich. Eine Runde Mitleid für den Zombie, der an der Wand hängen bleibt. Vielleicht müssen die mich sehen. Oh Gott! Von wo kam der jetzt? Kannst du bitte aufhören zu stöhnen? Von wo? Hä? Naja. Einen geschenkten Gaul. Schaut man nicht ins Maul, Freunde. Nein. Oh Gott, was? Was war das? Ich hab mich zu Tode erschreckt. Okay. Scheiß Gör. Boah. Okay, dahinter ist irgendjemand. Es dürfte nichts Größeres sein, glaube ich. Es dürfte nichts Größeres sein. Ich bitte dich. Tu mir den Gefallen und öffne dich. Ich weiß nicht. Ich will nicht. Dieses scheiß Schlösser knacken. Ah, ich glaube, ich wurde in Skyrim viel zu oft penetriert, dass ich hier nicht mehr klarkomme. Easy. Easy. Okay. Öffne mal das GRI-Paket, ne? Oh, warum spiele ich das nicht auf dem PC? Wäre wahrscheinlich richtig leicht, da ranzukommen am PC, ne? Ja, logisch. Ich hätte einfach eine Mod installieren können von wegen, hey, leckt mich Schlösser. Was wäre es gewesen? Oder alle Schlösser sind einfach. Dann wäre wenigstens eine Schwierigkeit, dass man irgendwie Zombies umgehen sollte. ...246 Schaden, das sag ich nicht nein. Okay, ist nichts mehr, da ist aber was Grünes. Oh, was bist du denn? Nägel. Gut, Tarnung haben wir hier auf jeden Fall genug. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall noch raus. Mehr will ich doch gar nicht. Ich will nur raus. So, das Katastrophenpaket gehört mir und hier ist jetzt nichts, ne? Oh. Okay, dann tarnen wir uns mal und dann gehen wir irgendwo raus. Ich wette, diese Tür muss man hier auch knacken. Hier ist gar kein... Eine Wohnung ohne Tür? Achso, das gehört alles zusammen. Das gehört alles zusammen. Okay. So, dann wollen wir mal wieder eintauchen, ne? Hey, ihr da. Leck mich doch einfach. Ob die schnellen Heinis auch Türen öffnen können? Ich denke mal, in der Lage wären sie schon. Jetzt macht der Fernseher auch noch Lärm, oder was?
Nur schlau genug sind sie nicht. Genauso wie ich, weil ich immer ins Feuer fasse. Ey, diese Geräusche hinter der Tür. Ich denke jedes Mal, neben mir steht ein Zombie. Ah, da ist es doch. So, fehlen nur noch zwei. Und das sind also die tollen Sachen, die man findet. So eine billige Sichel. Hallo? Keiner da. Das heißt, gleich ab in den Fahrstuhl und ins nächste Stockwerk. Huch! Sauber! Okay, ein Paket fehlt noch, aber wir schauen uns hier natürlich noch weiter um. Wollen hier die anderen Kisten finden, ne? Hallo. Wie kannst du noch leben? Der brennt hier vor sich hin und lebt einfach noch. So, erstmal kleines Gemetzel anrichten. Können wir uns hier frei bewegen? Sag, ich will mich frei bewegen. Was ist denn mit dir passiert? Auseinandergefallen. Hä? Achso, hier bin ich reingegangen. Stimmt. So, damit dürften wir sie alle umgebracht haben und... Komische Geräusche hinter der Tür. Können uns hier ein bisschen umsehen. Alter, Klebeband! Nimm's mit! Was ist das, Terpentin? Ich weiß es nicht. Kannst du alles gebrauchen. Was zum... Also diese Geräusche hier, ne? Die machen mich kirre. Kommt hierher zurück oder sucht euch ein Versteck. Ihr habt noch eine Stunde. Das heißt, wenn wir rausgehen, ist es dunkel. Da stapeln sich die Leichen. Nehmen wir alles mit. Auch Metallteile. Okay. Ja, nun haben wir hier eigentlich fast alles untersucht, ne? Keine speziellen Waffen oder so gefunden. Gut, wir hatten jetzt zwei Truhen, die waren schwer verschlossen. Da war jetzt aber auch nicht der übelste Loot drinne. So wie die Rohrzange hier. So, uns fehlt noch ein GRE-Paket, ne? Leichenstapel. Hä, oder haben wir doch gar nicht so viel getötet? Oder hat ein einziger Zombie das verloren? Das kann natürlich auch sein. Ach, schön. Alles meins. Okay, wir müssen zurück in den Fahrstuhl. In den oberen, ne? Ich glaube, die kommen hier nicht rein, oder? Oh, was? Ah, schreib mich mal halb zu Tode hier. Wo kamen die Schreie her? Sag mal, schließt sich die Tür langsam? Kannst du mal aufhören zu schreien? Sorry, aber diese Geräusche, die machen mich wahnsinnig. Ich bin gerade voll in der Konzentration. Ich kann gerade kaum reden. Ich stand auf ihm. Ich habe ihn nicht gesehen. Sorry. Okay, schwer verschlossen. Da gehen wir doch mal rein. Boah, Herzinfarkt.
Plötzlich ist er unter mir, Alter. Was ist denn los mit dem Knaben? Okay, die Truhe. Oh, oh Gott! Lass den Scheiß! Oh! Okay. Liegt hier noch jemand? Irgendjemand, der mich erschrecken will? Nein? Öffnen wir mal die Scheiß-Truhen hier. Boah, ich kriege hier noch einen Herzkasper, Freunde. Oh nein. Aber wir haben es fast. Es ist hier immer dieselbe Stelle irgendwie. Seltsam. Okay, dann schauen wir hier mal rein. Selbe Stelle? Ah, jetzt nicht. Ja, weil ich es gemerkt habe. Das Spiel hört mir, glaube ich, zu. Deswegen ändern sie sich. Ha! Hab's gefunden! Oh, ich habe eine Trophäe erhalten. Perlen vor die Säue. Nein. Das tue ich mir jetzt nicht an. Kannst du aber auch Wolke vergessen, ey. Und Süßigkeiten. Sauber. Nüsse. Sauber. Halva. Sauber. So, wieder aufgeladen. Raus mit uns. Waren hier echt gerade nur noch 5 Zombies übrig? Ach, schön. Ja, ist ja gut, Zombie. Ich weiß, dass du nicht existierst. Das sind nur Töne. Und gleich bin ich tot. Gleich explodiert irgendwas neben mir. Ah! Oder ich explodiere. Das kann natürlich auch sein. Nein! Hier spricht Ayo. Es wird dunkel, Leute. Sucht euch ein Versteck für die Nacht und verhaltet euch ruhig. Bis morgen früh. Ich hab's noch gehört im Hintergrund. Irgendjemand, der sich hier versteckt und mich erschrecken will? Nein, okay. Alter Schwede. Oh, erstmal Nüsse reinziehen, ey. Ja, schreit nur mal rum. Nicht existenter Zombie. Okay. Ja, komm, bitte. Hab doch keine Zeit für so einen Scheiß. Ich möchte in dieser Folge auf jeden Fall das Ding hier zu Ende bringen. Lecke mich. Yeah. Noch eine Machete. Warum müssen die alle schwer sein? Warum nur? Ich verstehe es nicht. Ist einfach nur Quälerei. Ich meine, was bringt das? Hier ist keine Sau. Hier ist keine Sau. Keiner, der mich aufhält. Das ist nur Zeitverschwendung. Ach, jetzt nein. Ich hasse dich. Ich verachte dich. Dämliches Subjekt. Ich muss einfach cool bleiben. Ich lasse mich jetzt nicht vom Spiel ärgern. Das ist nicht dein Ernst, ne? Wo soll denn dieser Punkt sein? Freunde. Das ist... Echt jetzt? Ah. Also wenn ich hier keine OP-Waffe bekomme, ne? Dann raste ich hier aus. Dann raste ich hier einfach nur aus. Hier war kein GRE-Paket, ne? Nee. Wieso sind die alle tot?
Natürlich, die Tür, die ich nicht knacken muss, da ist dieses scheiß Paket drin oder was? Jetzt komm, verzieh dich. Ja, hi! Habe ich dich. Ah, abgeschlossen. Das Gesicht einer Stadt. Das ist unsere neue Quest. So, Freunde, hab's geschafft. Ich meine, das war jetzt nicht so schwer. Es war natürlich ein bisschen tricky, hier überhaupt hochzukommen und dann irgendwie alles wegzumetzeln. Aber ich hab's geschafft. Süßigkeiten. Das Einzige, was ich hier finde, ist echt Essen. Ich meine, Nahrung in so einer Situation ist natürlich verdammt wichtig. Keine Frage. Ich meine, man muss ja überleben. Aber Süßigkeiten? Oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Wir sind jetzt aber hier nicht hier drin, oder? Alter, diese Geräusche. Die Nacht bricht an. Wo sind denn die ganzen Zombies hin, sag mal? Wieso sind denn die ganzen Türen jetzt plötzlich offen? Okay. Ich dachte eigentlich, das wäre noch größer, aber gut. Okay, Freunde. Ich würde sagen, wir rennen noch gemeinsam oder entweder sterben wir oder wir rennen gemeinsam in eine Zuflucht. Das Ministerium hat den Rest der Welt erfolgreich davon überzeugt, dass es in Harran keine Überlebenden mehr gibt. Bis zu den Bombenangriffen wird es jetzt nicht mehr lange dauern. Ich muss der Glut dabei helfen, eine Nachricht an die Außenwelt zu schicken. Ja, das machen wir später alles, mein Freund. Wir chillen hier ein bisschen, ja? Wir machen hier ein bisschen hier, ein bisschen da und dann, Hauptstory zum Schluss. Okay. Ich muss. Ich glaube, da hier wäre am besten, ne? Müssen wir sowieso noch was abgeben. Hallo Zombie. Fuck it. Ah, Sicherheitszone. Ja. Aber die haben wir doch gehabt. Hä? Hat sich das nicht... Ach, das hat sich bestimmt nicht gespeichert. Na gut, Freunde, ich würde sagen, hui. Wir haben es nochmal geschafft, hierher zu kommen. Und, dann sehen wir uns morgen bei anderen Quests. Ich freue mich darauf, die Welt von Harran noch weiter zu erkunden. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.